Herzlich willkommen zum Forum Grün und Blau, Städte für Klima, Städte für Menschen. Mein Name ist Andrea Oster und ich darf Sie hier durch dieses Forum führen. Wir wollen in der nächsten Stunde darüber sprechen, wie man die Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Städten verbessern kann in Nordrhein-Westfalen, wie man den Stress rausnimmt für die Menschen, die in diesen Städten leben. Und ich glaube, dass Thema ist wichtig und es ist auch spannend, weil es ist wirklich ein ganz großes Thema für die Zukunft und das zeigt ja auch das rege Interesse an diesem Forum, also auch dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Ich darf dazu die Damen und Herren vorstellen, die miteinander und mit Ihnen dann auch später hoffentlich über dieses Thema nachdenken und diskutieren wollen. Ladies first, sage ich mal. Rechts Christina Lazarova ist Mitglied der Urbanen Liga, das ist das Jugendforum Stadtentwicklung, angesiedelt am Bundesbauministerium auch. Und das ist ein Bündnis meist junger Stadtmacherinnen, die sich aktiv in Stadtgestaltung einschalten. Und sie ist auch Mitglied des Alumni-Netzwerkes. Das ist eine Plattform, auf der Informationen, Ideen, Projekte ausgetauscht werden. Und auch das wird vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung wissenschaftlich begleitet. Zu meiner Linken Sibylle Kolpen, Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen seit November 2020. Aachen, das weiß ich von vielen Besuchen bei einer guten Freundin und von vielen Spaziergängen durch den Aachener Wald. Ist eine relativ grüne Stadt, aber nicht überall. Also da, wo viele Menschen leben, ist auch nicht viel grün. Auch darüber wollen wir reden. Dann zu meiner Rechten wieder Frank Mayer, SPD, Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, seit 2018 auch Kulturdezernent der Stadt. Außerdem ist er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger und fahrradfreundliche Städte, Gemeindekreise NRW e.V. Und ich glaube, das zeigt schon ein großes Anliegen von Ihnen, Städte für Fußgänger und Fahrradfahrer besser zu machen. Genau, auch darüber werden wir reden. Und links außen Professor Dr. Masdar Adli, er ist Stressforscher an der Charité und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Fliedner Klinik in Berlin. Und Sie haben 2017 ein Buch geschrieben, Stress and the City heißt dieses Buch, warum Städte krank machen und warum sie trotzdem gut für uns sind. Ihre These ist, glaube ich, Urbanisierung ist für unsere Gesundheit mindestens so entscheidend wie der Klimawandel oder der Umgang mit dem Klimawandel. Ah, okay, gut. Ich sage Ihnen schnell was zum Ablauf. Herr Adli wird einen kurzen Input halten, dann haben wir 20, 30 Minuten angesetzt, die wir uns hier oben austauschen und die Positionen und Ideen austauschen. Aber dann möchten wir unbedingt mit Ihnen auch ins Gespräch kommen im letzten Drittel. Also dafür haben wir auch nochmal so 20, 25 Minuten angesetzt. Also falls Sie Ideen haben, Vorschläge, Fragen, bitte merken Sie sich, es gehen zwei Personen mit Mikrofonen rum. Das können wir dann nachher gerne in die Diskussion mit einfließen lassen, würden wir uns freuen. Und den Aufschlag macht Herr Adli jetzt. Sehr gerne. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Als Psychiater ist man selten in einer solchen Runde und zumal aus Berlin kommend. Ich freue mich aber ehrlich gesagt ganz besonders hier in NRW vortragen zu dürfen. Ich bin in Köln geboren und in Bonn aufgewachsen und mein Herz ist doch hier zu Hause. Ich will kurz einen Input geben. Als Psychiater und stadtforschender Psychiater werde ich oft gefragt, machen Städte uns eigentlich wahnsinnig? Und die Antwort ist kurz gesagt, ja, in gewisser Weise tun sie es, obwohl sie für die meisten hier von uns jede Menge Vorteile bedeuten, Freiheit, persönliche Entfaltung und so weiter. Aber es gibt auch ein Problem. Stadtleben erhöht das Risiko, psychisch zu erkranken. Das habe ich Ihnen mal hier auf diesem Slide mitgebracht. Das Schizophrenierisiko ist doppelt so hoch, wenn Sie Stadtbewohner oder Bewohnerin sind. Und es gibt sogar einen Dosis-Wirkungseffekt. Je größer nämlich die Stadt ist, in der jemand aufgewachsen ist und auch je länger die Anzahl der Jahre, die jemand in der Stadt aufgewachsen ist, desto größer ist später das Schizophrenierisiko im Erwachsenenalter. Aber warum ist das so? Die meisten Hinweise bisher haben wir darauf, dass das Ganze etwas mit sozialem Stress zu tun hat. Das ist derjenige Stress, der aus dem Zusammenleben von Menschen erwachsen kann,
aus der Interaktion oder auch aus ihrem kompletten Fehlen. Und wir reagieren als soziale Wesen biologisch und psychologisch auf diese Stressform ganz besonders empfindlich. Und da gibt es zwei Formen von sozialem Stress, von denen wir vermuten, dass sie in der Stadt besonders relevant und entscheidend sind. Soziale Dichte zum einen im Sinne von Enge, Overcrowding, und soziale Isolation, also zum Beispiel Einsamkeit oder Ausschlusserfahrung. Wenn beides gleichzeitig auf den Menschen trifft, wird die Mischung toxisch. Stadtleben lässt das Gehirn empfindlicher reagieren auf sozialen Stress. Und das zeigen wegweisende Untersuchungen, eine davon aus dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, die ich Ihnen hier mal mitgebracht habe. Das ist jetzt so ein Gehirnschnittbild aus dem Kernspintomographen. Und die Kernbotschaft ist so: Wenn man gesunde Stadtbewohner unter sozialen Stress setzt, künstlich, dann reagiert dieses gelb leuchtende Hirnareal, hoppala, was Sie auf der linken Seite sehen in diesem Hirnschnittbild, das ist die Amygdala, der Mandelkern, dann reagiert dieses Hirnareal umso stärker, je größer die Stadt ist, in der man lebt. Und es gibt auch noch ein anderes Areal, dessen Aktivität davon abhängig ist, wie lange jemand in der Stadt aufgewachsen ist. Das sind stressverarbeitende Hirnareale im Gehirn. Stadtleben hinterlässt also Spuren im Gehirn, die uns vermutlich empfindlicher gegenüber sozialen Stress werden lassen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt auch protektive Faktoren. Wir selber haben in Berlin an der Charité zusammen mit dem Umweltbundesamt eine ähnliche Studie gemacht. Das heißt, wir haben Berlin-Bewohnerinnen und Bewohner unter sozialen Stress gesetzt. Ich kann Ihnen später in der Diskussion auch gerne erklären, wie man das macht. Und wir finden eine stärkere Antwort dieser ganzen gelb aufleuchtenden Areale, die sozusagen entlang der Hirnrinde vor allen Dingen sich befinden. Das sind emotionsregulierende Areale und die sind umso aktiver, je größer der Grünflächenanteil in 1,5 Kilometer Radius um die eigene Wohnadresse ist. Das heißt, je mehr Grünflächenanteil, desto mehr Stressregulation, desto mehr Stressresilienz, desto mehr Stresspuffer hat das Gehirn, wenn man mal versucht, das zu interpretieren. So, und was ist also jetzt da aus diesen Erkenntnissen die Konsequenz? Vor allem erstmal eins: Großstädte, Megacities und so weiter verursachen nicht psychische Probleme per se, aber Stadtleben macht unsere Stressantennen empfindlicher. Und das kann dann zur Eingangspforte werden für psychische Belastungen oder psychische Erkrankungen. Dann, wenn der Zugang zu den gesundheitsprotektiven Ressourcen der Stadt nicht mehr stimmt oder erschwert ist. Und was ist zu tun, wenn unsere Annahme zur Rolle von sozialem Stress zutrifft, also dass Dichte und Isolation eine große Rolle spielen, dann bedeutet es zum einen, Erfahrung von unkontrollierbarer Dichte reduzieren. Dichte ist übrigens ja auch nicht immer ein Nachteil. Die Kompaktheit der Stadt, das wissen wir, macht einen ihrer ganz entscheidenden Vorteile aus. Aber die Enge, die unkontrollierbare Enge ist es, die uns belasten kann. Und zweitens, soziale Isolation reduzieren. Dafür sorgen, dass es genug öffentlichen Raum gibt, dass es genug Grünflächen gibt, deren neurobiologische Wirkung wir gerade gesehen haben. Das sind Orte, die soziale Interaktion befördern und sozialer Isolation unmittelbar entgegenwirken. Das sind Antidots, Gegengifte gegen soziale Isolation und sozialen Stress. Das sind Orte mit Gesundheitsfunktion. Und hierzu gehören übrigens auch Kulturräume, Museen, Theater, Kinos, Kulturzentren. Ich möchte es so sagen, jedes Theater hat einen Public Health Auftrag in unseren Städten, weil es sozialer Isolation entgegenwirkt. Orte, die uns zusammenbringen und die dafür sorgen, dass wir Zeit vor der Haustür statt dahinter verbringen. Und die Zeit vor der eigenen Haustür ist eher geeignet, soziale Isolation zu verhindern. Und um diese Zusammenhänge weiter zu erforschen und gleichzeitig Vorschläge zu machen, die einer Stadtentwicklung zugutekommen können, die auch der psychischen Gesundheit ihrer Bewohner verpflichtet ist, braucht es einen Zusammenschluss zwischen den forschenden Disziplinen, für die stehe ich hier,
zwischen den Neurowissenschaften, Medizin, Psychologie, aber auch der Architektur, der Stadtplanung, der Geografie, der Soziologie und weiteren stadtforschenden Disziplinen. Und es braucht auch einen transdisziplinären Schulterschluss zwischen Sektoren der Wissenschaft, der Politik und Administration und der Zivilgesellschaft. Und wir haben in Berlin ein solches Forum Neurourbanistik gegründet, um in diese Richtung zu gehen und auch in Richtung einer urbanen Public Mental Health Strategie uns zu entwickeln, die wir so dringend benötigen in unseren Städten, wenn es stimmt, dass das Schizophrenierisiko doppelt so groß ist, wenn man Stadtbewohner ist und unsere Städte außerdem wachsen. Wir starten, damit will ich schließen, in Berlin gerade gemeinsam mit dem Futurium, das kennen Sie vielleicht, das Haus der Zukünfte, und gefördert aus der Exzellenzinitiative heraus ein Citizen Science Projekt, bei dem alle Berlinerinnen und Berliner und auch Besucherinnen eingeladen sind, mitzumachen, eine Woche lang über eine App mit GPS-Ortung anzugeben, wie sie sich gerade fühlen und in welcher Situation sie sich befinden. Und daraus setzen wir dann eine Emotionsstadtkarte zusammen, die uns besser verstehen hilft, wie und unter welchen Umständen Stress entsteht und auf welche Weise, wenn man so will, die Stadt unter die Haut kommt. Und diese Erkenntnisse teilen wir mit den Menschen und mit Politik und mit Verwaltung auf dem Weg zu einer Public Mental Health Strategie für unsere Städte. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Herr Hadli. Ja, also wir sehen, Städte können durchaus Stress verursachen oder können ein Stressfaktor sein, wenn sie wahrscheinlich nicht auf die Menschen zugeschnitten sind, wenn Grünflächen fehlen, wenn Ruheorte fehlen, wenn Verdichtung unkontrolliert stattfindet. Die Frage an die beiden Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin: Werden solche Dinge schon mitgedacht oder ist das etwas, wo man sagen muss, hoppala, das ist was für die nächsten Jahre? Oder sind wir da schon, Frau Kolpen? Ja, da sind wir schon lange. Also der Druck, Stadt zu entschleunigen, der ist nach wie vor da. Und ich fand es nochmal spannend, das jetzt auch nochmal neurowissenschaftlich einzuordnen, was wir aus stadtplanerischen, aus gemeinwohlorientierten Gründen ohnehin schon tun, und es bestärkt es nochmal, es mehr zu tun, Grün in die Stadt zu bringen. Die Stadt Aachen hat sich mit der Politik entschieden, eine sehr prominente Fläche mitten in der Stadt nicht zu bebauen, sondern zu einem öffentlichen Park zu machen. Also da eine Entspannungszone, eine Treffzone, eine Zone für Bewegung zu schaffen. Und da sind wir jetzt auch nach dem Vortrag bestätigt, das nochmal genau richtig. Und dafür brauchen wir viel, viel mehr. Aber die Fläche ist natürlich auch begrenzt. Also wir fangen nicht an, die Stadt neu zu erfinden, sondern wir müssen in den Rahmenbedingungen der Stadt, in der begrenzten Fläche, genau diesen Ausgleich herstellen. Und das ist die Herausforderung für uns an der Spitze der Städte, diesen Aushandlungsprozess auch gut mit allen Akteuren, Akteurinnen zu gestalten. Also die Frage dahinter lautet ja auch ein bisschen, wem gehört die Stadt? Gehört sie dem Baum? Gehört sie dem Einzelhändler? Gehört sie dem Auto, dem Fahrradfahrer? Wie macht man das? Das ist ja auch ein Verteilkampf, Herr Mayer. Wie ist das in Krefeld? Wie ist die Gewichtung da? Oder gibt es eine Einsicht, dass man mehr solche Zonen schaffen muss? Erstmal würde ich die Eingangsfrage beantworten wollen, dahingehend, dass die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern gehört. Die aber unterschiedliche Interessen haben. Genau, die haben unterschiedliche Interessen. Aber ich finde es immer wichtig, dass man sich darauf nochmal zurückfokussiert. Es geht am Ende um die Menschen, die in dieser Stadt leben, und um die Bedingungen, unter denen in einer Stadt gelebt werden kann. Und dann gibt es diese unterschiedlichen Interessen. Und Frau Kolpen hat das ja gerade gesagt, wir planen ja keine neue Stadt, keine neue Innenstadt am Reißbrett, sondern wir haben ja eine historische Fahrtabhängigkeit, wo wir herkommen. Viele Städte, gerade in Nordrhein-Westfalen, sind ja noch sehr von der Autoeuphorie der 60er, 70er Jahre in ihrer Planung derartig vorgeprägt, dass es unglaublich schwierig ist, das aufzubrechen. Das hat auch lange gedauert, bis man das getan hat. Also wir haben vor ein paar Jahren angefangen, Fußgängerunterführungen zuzumachen und die Menschen wieder aus dem Untergrund nach oben
zu holen, wo vorher die Autos dominant waren, wo man jetzt gesagt hat, na, da kann man auch eine Ampel machen, wo Leute drüber gehen, damit das Auto nicht direkt durchfahren kann. Das hat aber ewig lange gedauert bis zu solchen Kleinigkeiten. Und jetzt in den letzten Jahren ist sicherlich der Aspekt des Klimaschutzes, aber auch die Frage von Klimafolgen, eine, die viel, viel stärker in den Fokus gerückt ist, im Moment eher noch bei den Planungsprozessen. Und es kommt jetzt so Stück für Stück in der Umsetzung an. Und wo Sie die Konkurrenz am intensivsten im Augenblick spüren, würde ich auch sagen, ist im Bereich der Verkehrspolitik. Weil Sie, wenn Sie eine Verkehrswende hinkriegen wollen, brauchen Sie mehr Platz für Fußgänger, für Fahrradfahrende. Und das heißt, wenn der Straßenraum nicht größer wird, und das würde nicht, bedeutet das, dass Sie an anderer Stelle was wegnehmen müssen. Im Planungsausschuss, im Stadtrat, habe ich da in der Regel eine sehr, sehr hohe Zustimmung, solange man abstrakt bleibt, weil sich alle, das finde ich, ist ja erstmal ein gutes Problem, bewusst sind. Wenn Sie dann aber hingehen und an einer Stelle sagen, ich weite eine Fußgängerzone aus und da fallen 10 Parkplätze für Anwohnende weg, dann habe ich 5 Anträge in der Bezirksvertretung, wo gesagt wird, ihr macht aber eine Politik gegen die Leute, die da wohnen. Und das ist genau der Konflikt, dass man im Konkreten das nicht durchhält, was man im Abstrakten richtig findet. Das ist genau das Thema von Frau Lazarowa, glaube ich, nämlich auf die Widerstände, die man trifft, wenn man versucht, etwas zu ändern, wenn man versucht, einen Wandel herzustellen. Wie gehen Sie damit um? Wir haben angefangen mit einem Projekt Parkplatz für Stuttgart damals, mit dem ich mich auch bei der Urbanen Liga beworben habe, um aufzuzeigen, wie anders Stadtraum, Straßenraum und Mobilitätsraum gestaltet werden kann, um zuerst mal die Problematik aufzuzeigen und die Herausforderungen anzusprechen, aber auch die direkte Betroffenheit von AnwohnerInnen. Und gleichzeitig war es ein Versuch, einen Lösungsansatz zumindest prototypisch zu erproben, indem wir Parkplätze in kleinen urbanen Oasen, in Sandkasten für Kinder, in kleinen Gärten, aber auch Sitzgelegenheiten oder auch eine Skaterrampe und so umgestaltet haben. Und ja, das hat schon Reibung produziert und das war aber auch gewollt ein bisschen, weil Stadtraum ist ja auch ein Aushandlungsraum, wo verschiedene Interessen aufeinandertreffen. Und es ist wichtig, diese Reibungspunkte aufzuzeigen. Und was wir geschafft haben letztendlich ist, nach dieser Testphase von 3 Monaten, die als Realexperiment beforschend begleitet war, war, dass die Stadtverwaltung tatsächlich jetzt ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren eingeleitet hat und jetzt dürfen Bürgerinnen und Bürger selbst einen Antrag stellen und selbst ein Stück Stadtraum gestalten, auch wenn prototypisch und natürlich sage ich nicht, das ist jetzt die Lösung, wir müssen alle jetzt kleine Parkbuchten gestalten, aber das ist ein Weg auf jeden Fall für einen Diskurs. Mhm. Herr Ali, reicht das, dass man sagt, ein Parkplatz? Entstresst das schon, wenn man sowas hat, oder muss man größer denken? Naja, also ich glaube, man kann es jetzt nicht an einem Parkplatz festmachen. Es geht eigentlich um den Zugang zu Räumen, die uns zusammenbringen. Das versuche ich auch nochmal so als Kernbotschaft klarzumachen. Das, was wir in den Städten brauchen, sind Interaktionsräume, also öffentlicher Raum, der aushandelbar ist, Sie haben es gerade so schön formuliert, auf dem Menschen zusammenkommen und miteinander in Kontakt kommen. Das sind die Orte, die wir brauchen und die ehrlich gesagt immer weniger werden. Insofern, da können wir, glaube ich, auch aus der zeitlichen Entwicklung, in der sich natürlich jede Stadt befindet, durchaus was tun, indem wir diese Orte, die wirklich eine Gesundheitsaufgabe haben, schützen. Ja, aber es ist ja so, ich stelle jetzt mal die These auf, da wo Park, da wo See, da leben in der Regel die Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben, weil sie sich die schöneren Immobilien leisten können oder auch die Immobilien teurer sind. Das Problem ist ja wirklich auch in den Vierteln, wo es eine hohe Verdichtung gibt. Was macht man da? Da ist wenig Platz. Also welche Handhabe hat man da überhaupt? Haben Sie da Ideen zu? Ja? Jeder hat eins. Okay.
Der Kollege hat das ja schon beschrieben. Also in dem Planverfahren sind wir da sehr weit, dass wir wissen, wir müssen sehr behutsam mit der Fläche umgehen. Wir müssen sie qualitätvoll anpacken. Wir müssen verdichten, stapeln, auf wenigem Raum viel Wohnraum schaffen, aber auch eine Aufenthaltsqualität. Das heißt, das ist ja im Grunde schon eine Aufgabenstellung für gemeinschaftliches Wohnen, für gemeinschaftliches Leben im Außenraum. Das heißt, immer dann, wenn wir bauen, planen wir auch Außenraum oder planen einfach eine Wiese mitten in der Stadt. Also das kostet uns verdammt viel Geld. Wir hätten ökonomisch einen größeren Profit, wenn wir es verkaufen würden, diese Fläche, und sie nicht jetzt auf Jahrzehnte pflegen müssten. Aber genau darum geht es, dass wir dort auch mitten in der Stadt, wo wir sehr verdichtet sind, wieder Freiraum schaffen. Und das ist eine Aufgabe an die Planung, und es ist eine Frage der Haltung. Also wie gehe ich an diese Planprozesse ran, und was sind meine Prioritäten? Das ist eine Frage der Prioritätensetzung, und da ist das Gemeinschaftliche, das Gemeinwohl. Also wie kommen wir mehr zusammen, ganz zentral. Wir haben in Aachen eine Ein-Personen-Haushaltsquote von 58%. Also das Thema der Isolation bildet sich da eindrücklich ab, und das ist die Frage, wie können wir das auf Dauer in gemeinschaftlichen Wohnformen abbilden. Da gibt es viele Projekte, und die unterstützen wir sehr gerne auch von städtischer Seite. Jetzt ist ja Grünfläche nicht gleich Grünfläche, also wir alle haben das wahrscheinlich in Corona-Zeiten erlebt, ich jedenfalls bin immer dieselben Grünflächen abgelaufen im Lockdown und habe gedacht, also Köln ist ja nicht schlecht, aber das ist echt langweilig hier irgendwann, und ich kenne jeden Baum, und es ist auch nicht besonders schön gestaltet. Da liegt jetzt schon wieder der Müll irgendwie, obwohl es eigentlich ein schöner Platz sein könnte. Wie macht man Grünflächen attraktiver, Herr Mayer? Gibt es da Ideen in Krefeld zu? Naja, also das fängt schon mal bei der Pflege an. Das ist dann für Kommunen auch immer eine spannende finanzielle Frage. Aber in der Tat, es ist eine Frage der Pflege, es ist eine Frage der Erreichbarkeit. Es ist auch, sage ich ganz offen, bei uns in manchen Bereichen ein Problem von exkludierenden Nutzerinnen und Nutzern. Ich will es nicht so geschwurbelt sagen. Da sind Leute, die verhalten sich nicht so, wie man sich verhalten sollte. Und deswegen gehen andere nicht dahin. Das sind so Konflikte, die wir haben. Vielleicht, weil es zu wenig Anlagen gibt, ich weiß es nicht. Ja, aber das sind doch wahrscheinlich genau die Leute, die ansonsten relativ verdichtet vielleicht wohnen, keinen Balkon haben und einfach die sollen auch gerne Freiheit da haben wollen oder brauchen. Die sollen sie auch gerne haben, aber das Problem ist, dass beispielsweise nehmen wir jetzt den alleinerziehenden Vater aus der Geschosswohnung, der mit seinen zwei Kindern auf den Spielplatz geht. Und ich habe einfach, vielleicht hat das in der Tat auch mit Ihrem Vortrag zu tun, Leute, die alkoholkrank sind, drogenkrank sind oder anders ein bisschen aus dem Rahmen fallen, die nutzen diese Räume. Und das ist ein Problem, dass wir Konkurrenzen haben zwischen unterschiedlichen Gruppen, was eine Riesenherausforderung ist, weil ich natürlich sehe, dass man jetzt auch nicht mit dem Stahlbesen da durchkehren kann, sondern das ist sehr viel Arbeit zu gucken, wie kriegt man das mit Streetwork und mit anderen Elementen hin, um dann ein bisschen einzuwirken. Aber viele Menschen berichten, dass das ein Grund ist, warum sie nicht in die Anlagen gehen. Und das, finde ich, muss man ernst nehmen. Das haben wir nicht bei den Parks draußen, wo Sie schon sagen, da wo vielleicht auch eine etwas andere Soziostruktur liegt. Aber das haben Sie gerade im innerstädtischen Bereich, wo diese Probleme dann auch gerade an diesen Orten, die eigentlich so positiv sein sollten, kumulieren. Frau Lazarova. Genau, ich würde gerne dazu anschließen, und ich bin der Meinung, wir brauchen eigentlich ein neues Bild von Parks und von Grünflächen, also weg von den grünen Inseln in der Stadt, die nur der Erholung gewidmet sind, hin zu multifunktionalen und multikodierten Grünflächen, die auch den Klimakatastrophen entgegenwirken. Also ich habe, wenn ich mir eine persönliche Anekdote erlauben darf. Ich habe in Kopenhagen studiert und habe die Stadt auch deswegen gewählt, weil sie ein Paradebeispiel ist für gute Stadtentwicklung. Und Kopenhagen hat diesen Masterplan oder Stadtplan für Regenwasserrückhaltebecken, die aber sehr gut verdeckt sind als Grünflächen, als Parks, als Spielflächen, als Sportflächen. Und bei Bedarf einfach Regenwasser auffangen. Und wir brauchen einfach
andere Bilder und neue Bilder hin zu vernetzten Parklandschaften, die auch mal produktiv sein dürfen, wo auch gegärtnert werden darf in der Stadt. Wir brauchen mehr Grünflächen und begehbare Dachterrassen, begrünte Dachterrassen, die für alle zugänglich sind. Wir brauchen Parkbuchten auch und diese Multikodierung von Freiflächen ist, glaube ich, also ich sehe da drei verschiedene Aspekte, die miteinander verbunden werden können. Einmal ein Entgegenwirken für Klima, also entweder Hitze oder Regenwasser, dann dieser Erholungsbedarf, den es auf jeden Fall auch gibt, und dann aber auch ein soziokultureller Aspekt. Und ich glaube, dazu kommt sogar noch diese Organisationsfrage, wer übernimmt Verantwortung, sind das tatsächlich die Kommunen, weil gleichzeitig, also ich kann aus Erfahrung sprechen, es gibt sehr viele Menschen, vor allem junge Menschen, aber nicht nur, die Interesse haben, tatsächlich stadtaktiv mitzugestalten, ein Stück Verantwortung zu übernehmen, und es gibt Patenschaften für Grünflächen, es gibt verschiedenste Modelle, wo man sich aktiv einbringen kann, und das ist auch eine Frage der Governance. Wer trägt auch die Verantwortung? Ich glaube, da haben wir auch, wenn wir uns aktiver einbringen in die Gestaltung von unseren Städten, haben wir auch eine ganz andere Wertschätzung gegenüber von diesen Flächen. Ja, ich kenne das aus Köln. Da gab es einen Ort, der hieß Wandelwerk, ein ehemaliges Autohaus, was dann von jungen Leuten genutzt worden ist übergangsweise. Und die Frage ist aber dann, wie geht es da weiter? Ist abgerissen worden und es wird nach einer neuen Fläche jetzt gesucht. Gibt es in Ihren Städten solche Initiativen von jungen Menschen und werden die gehört? Weil die führen ja einen wahnsinnigen Kampf, zumindest habe ich das in Köln gesehen. Und da muss man schon sehr viel Optimismus aufbringen, um da nicht aufzugeben, weil man scheitert an tausend Dingen, sei es Bauvorschriften, sei es Investoren, wo die Flächen schon vergeben sind, etc. Ja, es ist eine Frage der Haltung. Wem gehört die Stadt? Den Bürgern und Bürgerinnen, und Bürger und Bürgerinnen sind alle, nicht nur die laut sind, sondern auch die, die in den Parks abends Party machen. Wir haben eine sehr junge Stadt, das ist ein großes Problem. Wie schaffen wir diesen Interessensausgleich? Es ist eine Verantwortung der Politik, der Verwaltung, diese Bedarfe und Bedürfnisse aufzunehmen und ja auch konstruktiv im Sinne eines ko-kreativen Prozesses auch zu gestalten. Also die Planung nur von Seiten der Verwaltung, von Seiten der Politik ist zu eindimensional. Zivilgesellschaft, das ist das, was Sie auch sehr stark formulieren, und was genau richtig ist, dass wir Zivilgesellschaft einbinden und dort auch, wenn wir zum Beispiel unsere Wiese planen und ein großes Areal auch in städtische Verantwortung genommen haben, das ist der erste Schritt. Das ist eine Fläche, wo ein Parkhaus 30 Jahre lang umkämpft war, nie saniert wurde und dann nach 30 Jahren auch genauso aussah, weil man sich nicht getraut hat, diese Fläche zu transformieren. Investoren haben das nicht geschafft. Die Stadt ist in Verantwortung gegangen. Das ist eben ganz wichtig, Verantwortung dafür zu tragen und dann auch mutige Konzepte mit Wiese zu verhandeln und dann aber auch anliegend in einem Haus, das uns gehört, für zivilgesellschaftliche Akteure einen Transformationsraum zur Verfügung zu stellen, der in Eigenverantwortung umgestaltet wird. Das sind unsere Mephis in der Mephedatisstraße. Und wir stellen diesen, und da haben wir es auch geschafft, Verfahren zu vereinfachen. Also mit einem Tricky-Meet-Modell und Einbringung von Eigenleistung dann einen Raum zu schaffen, der genau diese Kommunikation schafft und ein Ort des Gemeinsamen in der Stadt. Ja, aber Frau Kolpen, Sie haben schon ganz viele Worte jetzt verwendet, die, wo man sagt, das zeigt sich ja, wie schwierig das ist. Wir haben ein Tricky-Modell entworfen, ja. Es war ganz schwierig, wir haben das geschafft, etc. pp. Also es ist ja weit weg von normal mitgedacht in der Stadtverwaltung, oder? Ja. Nee? Ja, aber es ist die Frage, ob man sich diese Aufgabe stellt oder nicht. Und einfach sind solche Planungsprozesse nicht. Als Quereinsteigerin in Politik habe ich da hohen Respekt vor den Verfahren, die auch in der Abwägung aller Belange auch getroffen werden müssen und gut sind. Aber es ist die Frage, auf welche Seite stelle ich mich? Und ich stelle mich auf die Seite derer, die auch nicht so einen starken Support haben. Da haben wir eine Verantwortung, auch als Stadt reinzugehen. Und wenn wir solche Verfahren auch mal durchgeknetet
eingerichtet haben, dann ist das auch eine Blaupause für weitere Verfahren und dann wird es einfacher. Das heißt, Transformation ist auch kein Geschenk. Es ist harte Arbeit und die nehmen wir an als Kommunen, weil wir wissen, dass wir die Stadt auf Zukunft, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir die grüne Stadt, die Stadt der Aufenthaltsqualität mit den Menschen gestalten müssen in kollaborativen Prozessen. Und das Letzte noch, in denen wir eine gemeinsame Vision gestalten. Das ist für mich auch wirklich einer der Gelingensfaktoren. Wir müssen wissen, wohin wir wollen. Dann kommen wir auch weg von dem Klein-Klein, was der Kollege beschrieben hat, den Kampf um jeden Parkplatz. Wir brauchen eine gemeinsame Vision und wir brauchen Orte, wo wir Möglichkeiten, Ermöglichungsräume, wo wir in Parkbuchten an anderen Stellen zeigen, wie es gehen kann und dann Vertrauen in die Veränderung bringen. Ja, Herr Adli, wenn man... wir sind ja sehr schnell jetzt gerade wieder bei dem Problem gewesen, dass wenn man eine Grünfläche hat, wenn man eine Freifläche hat, einen Begegnungsort, dass es dann soziale Konflikte gibt. Warum schaffen Frankreich, Italien, Spanien, all diese Länder es in ihren Städten Plätze zu haben, wo sich ein Querschnitt der Stadtgesellschaft findet und wir schaffen das nicht? Also ich muss nur an den Kölner Dom denken, ein fantastischer Ort eigentlich, aber der ist schrecklich. Und liegt es an uns oder liegt es an der Stadtplanung? Ja, die Domplatte ist schrecklich. Die Domplatte ist schrecklich. Der Dom, Entschuldigung, ist natürlich nicht schrecklich, er ist toll. Ich weiß nicht, vielleicht hat es was mit mediterraner Unkompliziertheit zu tun. Also wenn ich so der Diskussion zuhöre, dann merke ich auch, also wenn wir über Grünflächen sprechen, dann denken wir immer gleich in so großen Dimensionen an Wiesen und so weiter, die schwer zu organisieren und zu bewirtschaften sind. Aber eigentlich sind es auch einfach nur so Bäume, die an der Straße stehen. Es gibt eine Studie von ein paar Jahren aus der amerikanischen Stadt Baltimore, die hat ganz eindrucksvoll gezeigt, dass je höher die Baumkronendichte in einer Straße, desto größer ist der soziale Zusammenhalt zwischen den Menschen, die unter diesen Baumkronen wohnen. Ich weiß gar nicht, ob sowas als Grünfläche durchgilt in den Kommunen. Es sind einfach auch die kleinen Taschenparks. Es sind die dazu verhelfen, dass wir uns schlicht anders verhalten und damit unser psychisches Wohlbefinden steigern. Also vielleicht kann man sozusagen auch einfach erstmal so ganz unkompliziert über Grün nachdenken. Kompliziert wird es dann natürlich auch schnell genug. Und es wird auch kompliziert, weil wir ja in einer Zeit leben, wo der Klimawandel zuschlägt. Also gerade diese Bäume in der Stadt, darüber haben wir viel berichtet, auch in den Medien, müssen zum Teil künstlich gegossen werden, weil es nicht genug Wasser gibt. Ganz kurz würde ich das noch anreißen wollen. Bei der Stadtplanung Thema Klimawandel, Sie sind mit dem Verkehr da schwer hinterher. Wie wichtig ist es, auch da die Städte umzustellen? Ich glaube, das kann man gar nicht voneinander trennen. Und Sie haben recht, also wir kaufen für Millionenbeträge mittlerweile Fahrzeuge, damit wir in Hitzeperioden die Bäume durch die Stadt oder durch die Zeit kriegen. Das ist ja absurd eigentlich, ne? Aber da sind wir jetzt schon. Wir reden jetzt nicht von in 10, 20, 30 Jahren, sondern das ist der Stand heute. Oder wir fangen an, wenn wir beispielsweise einen innenstadtnahen Platz überplanen, nach 30 Jahren musste der mal neu gemacht werden, dann hat man bei der Auswahl der Gehölze nicht europäische, sondern asiatische Bäume genommen, nicht weil die jetzt schöner wären, sondern weil die eine andere Resilienz haben als die Bäume, die wir vorher da hatten. In der Verknüpfung mit dem Verkehr in der Arbeitsgemeinschaft Fußgängerfahrtfreundliche Städte legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir beispielsweise die Fahrradachsen mit Grünachsen empfehlen zu verbinden, da wo das in den Räumen möglich ist. Das ist in verdichteten Stadträumen manchmal schwierig, trägt aber zu einer enormen Attraktivitätssteigerung auch beispielsweise der Fahrradachsen bei. Das hat mit Klima eine Menge zu tun. Ich kann mich an der Stelle die Verkehrsstrecke mit Grün verbinden, muss nur aufpassen, dass ich hinterher keine Wurzelschäden am Radweg habe, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und ich steigere die Attraktivität für Radfahrende, weil ich ja möchte, dass die Leute beim Individualverkehr eben auf das klimafreundlichere Fahrrad setzen. Und da gibt es schon eine ganze Menge Ansatzpunkte, die aber immer, und das ist nun mal, wenn man nicht neu planen kann, also wenn man nicht auf dem Reißbrett plant, muss man das immer wieder aushandeln in verdichteten Stadträumen. Aber da muss man halt durch, weil das sind die Fragen, die jetzt gemacht werden müssen. Ich wollte aber Frau Kolpen gerade noch mal ganz, ganz, ganz also ausdrücklich unterstützen. Wenn Sie mit Bürgerinnen und Bürgern arbeiten und Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben wollen, Räume auch eigen zu gestalten, dann tun sie das immer abseits der normalen Planungsnorm. Und deswegen ist es immer kompliziert.
Aber es lohnt sich. Also wir haben super Erfahrungen damit gemacht, dass wir Räume, die verloren waren, in verschiedenen Konstellationen Bürgerinnen und Bürgern, die sich die teilweise auch genommen haben, gegeben haben, dass sie die behalten konnten, dass die mit uns zusammen entwickeln konnten, dass wir versuchen, den regulativen Rahmen, soweit es geht, aus dem Weg zu räumen. Und dann, was sind verlorene Räume? Wir haben zum Beispiel ein sehr großes Schwimmbadgelände mit einem Bad aus Anfang des 20. Jahrhunderts, was 15 Jahre still lag. Das ganze Areal war verwuchert und da ist kein Mensch mehr reingegangen. Die Stadt hat ewig gewartet, dass der Investor in der weißen Rüstung auf seinem Schimmel in die Stadt geritten kommt und uns errettet. Das ist nie passiert. Also haben wir gesagt, wir gucken, wie kann man denn eigentlich eine kommunale Nutzung da reinbringen? Welche Förderkulissen gibt es? Und da kommen auf einmal Bürgerinnen und Bürger, so ab Mitte 30, die da irgendwann mal schwimmen gelernt haben und sagen, das ist so ein unglaublich toller Ort, lasst uns was draus machen. Gar nicht mit dem Aspekt des Schwimmens, sondern soziokulturell Bürgerbeteiligung, Stadtteilentwicklung. Und da sind jeden Samstag sind da 40, 50, 60 Leute, die auf dem Gelände arbeiten, was der Stadt gehört, da haben die persönlich gar nichts von. Die fangen an, Wände zu bepflanzen, um vertikale Gärten zu machen. Die haben das alte Freibad freigelegt, wo jetzt eine Innenstadt-Oase entsteht, wo Leute, ich glaube, mittwochs, mittags was essen gehen können, wenn sie wollen. Jetzt nicht gastronomisch, sondern um zusammenzukommen. Ein ganz besonderer Ort, weil man ihn zur Verfügung gestellt hat und weil es Menschen gibt, die ihn bespielen. Und das finde ich wichtig für Städte, dass wir solche Orte haben, auch gerade vor dem Gesundheit, also ich habe das vorher gar nicht so gesehen, aber das ist völlig logisch, was Sie sagen, dass man Menschen Entschleunigungsräume auf die Art und Weise zur Verfügung stellt. Und es ist doch super, wenn nicht die Kollegen aus der Stadtplanung das machen, weil die eh viel zu viel zu tun haben, sondern dass Bürgerinnen und Bürger Freiräume kriegen, um das zu tun. Wir haben bei uns die Rheinlage, die über Jahrzehnte eine reine Industriefläche war, wo eine Hafenbahn drüber gefahren ist und hinterher eigentlich nicht mehr, war Industriegebiet. Da konnten Leute mal spazieren gehen, ist aber eigentlich illegal. Mittlerweile haben wir über die Sommermonate eine Bespielung des ganzen Areals mit Open-Air-Kino, Niederrheinischen Symphoniker spielen dort. Wir haben Vereine, Beachvolleyball, Cage-Soccer und alles. Die Stadt hat ein bisschen den Funken gegeben und dann sind aber die lokalen Vereine, die sich darum kümmern, die verdienen dann noch ein bisschen Geld für ihre Vereinsarbeit und auf einmal rockt die ganze Stadt den ganzen Sommer über am Rhein. Und das ist so schön und das sind solche Potenziale und die kriegen sie nur über einen Planungsausschuss, nee, den brauchen sie. Sie brauchen eine Politik, die mitmacht. Sie brauchen eine Verwaltung, die mitmacht. Und ich bin mir ganz sicher, wenn sie den Rahmen schaffen, finden sie auch immer Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ja, da haben wir Bock, das machen wir gerne. Ja, und die sich aber dann hoffentlich nicht über Jahre aufreiben in diesem Prozess. Frau Lazarova, Sie mit der Urbanen Liga haben Sie, glaube ich, ein Konzept entwickelt oder eine Art Leitfaden, wie man solche Prozesse möglichst unbürokratisch oder harmonisch gestaltet. Können Sie uns da noch was zu sagen? Was soll ich anfangen? Also einerseits wollte ich was mitteilen. Ich war neulich auf der Webseite von den Freischwimmern in Krefeld. Ein Satz ist mir im Kopf geblieben. Sie schreiben, wir füllen die Lücke mit unserer produktiven Ungeduld. Und das fand ich irgendwie sehr schön gesagt. Aber genau, wir haben in der Urbanen Liga, vielleicht kurz so zum Rahmen, wir treffen uns in der Urbanen Liga, wir haben alle unsere verschiedenen Projekte, aber treffen uns zweimal im Jahr in Denklaboren und versuchen gemeinsam Instrumente und Visionen für eine kooperative Stadtentwicklung zu entwickeln. Und ein Instrument davon war der Kooperationskodex, ein Positionspapier, dass man gleichzeitig, also sowohl als ein Forderungspapier von jungen Stadtmachern verstehen kann, aber auch als ein Leitfaden für eine gute Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Stadtverwaltung und Politik. Und das sind 10 Thesen, ich würde sie jetzt nicht alle aufzählen, aber dazu gehört zum einen eine gegenseitige Wertschätzung und auch eine Wertschätzung von zivilgesellschaftlichen Initiativen, dass die auch zumindest den gleichen Wert haben bzw. produzieren wie die private Wirtschaft. Das ist halt kein wirtschaftlicher Wert, aber auf jeden Fall ein Mehrwert für Nachbarschaften, für Quartiere und so weiter. Zum anderen wünschen wir uns auch ein Entgegenkommen auf der Suche, wenn wir auf der Suche nach Räumen sind oder wenn brachliegende Flächen zur Verfügung gestellt werden oder geöffnet werden.
Und vor allem, ja, es braucht ja natürlich auch die Ressourcen bei der Verwaltung, um überhaupt solche Vorhaben zu begleiten. Und da wünschen wir uns tatsächlich auch besser ausgestattete Verwaltungen mit mehr Personal und Zeitressourcen und mit den entsprechenden Kompetenzen, mit Anlaufstellen. Und wir wünschen uns auf jeden Fall auch mehr Dialog in Formen von runden Tischen zum Beispiel und auch ressortübergreifend. Genau, und da bin ich eigentlich sehr froh, also wenn ich solche Beispiele höre aus Krefeld und aus Aachen, dass es eigentlich so genau wie nach dem Kooperationskodex auch in der Realität funktioniert, dass nicht nur ein Wunsch bleibt. Ja, also die mehr Ressourcen, ich glaube, das ist ein großes gemeinsames Mantra, könnte ich mir vorstellen, auch hier im Raum. Mit Blick auf die Uhr, gibt es Fragen, gibt es Vorschläge? Haben Sie vielleicht, hier vorne sehe ich als erstes, haben wir ein Mikrofon? Vielleicht, damit es auch im Stream zu hören ist, sonst könnte man auch laut sprechen. Genau, keine. Ja, vielen Dank. Also es ist wirklich eine sehr interessante Diskussion, auch vor allen Dingen von Ihnen, Herr Professor. Stellen Sie sich kurz vor. Achso, Thorsten Hansen, Ratsherr aus Krefeld. Jetzt ist unser Titel heute hier Grün und Blau, Städte für Klima und Städte für Menschen. Und gestern gab es eine Exkursion durch die neue Mitte hier von Essen. Und ich habe früher mal in Essen gewohnt eine Zeit lang und kenne eben auch diese Gegend, die jetzt heute mit einer Radpromenade und eben vor allen Dingen mit Wasser auch ganz neu gestaltet wurde. Und wenn wir jetzt eben darüber reden, über Stress in Städten, habe ich so die Frage, müssen wir nicht die Rolle von Wasser neu überdenken, eben auch als beruhigendes Element. Und die haben eben auch Rückhaltebecken quasi für eben das viele Regenwasser, was da ist, eben so als Segen gestaltet, dass man es auch entsprechend nutzen kann. Das, was auch Frau Lazarova dann eben auch dargestellt hat. Wir diskutieren es eigentlich zumindest so aus den Ereignissen des letzten Jahres mit den Starkregenereignissen im Ahrtal, wir in Krefeld waren davon auch betroffen, eben so, dass es eine Gefahr ist, ne, wenn viel Wasser kommt, aber dass man es vielleicht ja auch anders nutzen kann, um Städte zu entschleunigen. Auf einmal Wasserflächen, wo früher eine Industriebrache war und dann eben auch ja, eine ganz andere Wirkung zu haben. Also jetzt nicht nur in Richtung Grün zu denken, sondern auch Richtung Wasser zu denken, Wasser wieder in die Stadt auch zu bringen. Wir haben zwar den Rhein in Krefeld, aber in der Innenstadt könnten wir noch mehr Wasser vielleicht haben. Also und man sieht es ja auch bei den Freischwimmern, dass sowas ja auch funktioniert, so diese Entschleunigung. Also da wäre für mich auch nochmal die Frage, müssen wir die Rolle von Wasser in den Innenstädten auch nochmal überdenken? Ja, also ich kann dazu noch anfügen, dass wir vor kurzem einen Bericht hatten aus einem vom Hochwasser betroffenen Ort, wo es hieß, als die Gewitter jetzt wieder kamen, die Leute haben bei dem Wort Starkregen, werden die schon so aufgeregt mittlerweile, weil sie einfach diese Bilder und diese Erlebnisse im Kopf haben von dieser Katastrophe, die uns im vergangenen Jahr getroffen hat. Also das ist natürlich das Gegenbeispiel. Wie geht man mit Wasser gut um? Frau Kolpen, Sie wollten da was zu sagen. Ja, auf dem Hintergrund Starkregenereignisse ist das wirklich eine große Herausforderung der Kommunikation und des Schaffens von Vertrauen, dass wir in der Mittelfrist auch Retentionsflächen schaffen, die da auch helfen, das Wasser anders zu verteilen. Eine Thema, das andere ist natürlich Wasser in der Stadt hochholen. Also das, wir haben ja leider keinen Rhein und Aachen hat eigentlich alles, aber keinen Fluss. Deshalb sind unsere Bäche eine ganz große Ressource, neben den Quellen natürlich, die Bad Aachen auch hat, die auch eine ganz wichtige Funktion haben. Also Kaiser Karl ist nur nach Aachen gekommen wegen der heißen Quellen. Also schon vor Hunderten von Jahren war Wasser ein wichtiges Qualitätskriterium von Stadt und wir können das relativ einfach auch umsetzen, also indem wir Bäche hochholen, ohne große technische Aufwendungen. Da gibt es kleine Beispiele, wo das schon gut gelungen ist, ohne dass wir jetzt auch eine ganze Straße aufreißen und umwandeln, indem man einfach an der Straße auch Pflaster wegnimmt und da ein Bett für einen kleinen Bach schafft. Das sind auch schnelle Gewinne, die man erzielen kann. Und das ist ganz wichtig, weil das auch nochmal eine neue Orientierung in der Stadt schafft. Also es sind nochmal neue Verbindungen über die Wasserläufe und es erdet einfach auch nochmal mit dem, was eigentlich in großartiger Architektur alles unter der Erde liegt. Also diese Kanäle sind auch hochspannend und haben auch eine hohe Ästhetik und ja, das nach oben zu holen und zur Stadtgestaltung zu nutzen, ist ganz wichtig. Und das Thema Schwammstadt, was die Klimafolgen
Anpassung angeht, kann auch darauf einzahlen und muss auch in den Kontext gesetzt werden, weil die Städte werden auch zukünftig ganz wichtig sein, wenn wir weiter trockene Sommer haben, als grüne Oasen, als Punkte, auch wo Menschen sich sammeln, weil es dort kühl ist, weil es dort eine Aufenthaltsqualität hat. Das ist auch in der Mittelfrist nochmal stadtplanerisch ganz zentral zu berücksichtigen, wie sich die Rolle der Städte auch im Klimawandel verändern wird. Gibt es weitere Anregungen, Fragen da oben? Mal einmal den Turbo einlegen. Ja, das ist, der Saal ist fantastisch, aber er ist natürlich auch groß. Ja, guten Tag, guten Tag. Mein Name ist Bachert, ich bin Ratsmitglied in Bochum für die Stadtgestalter. Und als Herr Mayer ganz am Anfang sprach über diese Diskrepanz zwischen einer abstrakten Zustimmung und einer konkreten Umsetzung der damit verbundenen Probleme der Akzeptanz, klingelt es bei mir im Ohr, weil es genau ein Thema ist, das wir auch im Rat der Stadt Bochum immer wieder als sehr schwierig wahrnehmen müssen, leider. Und mich würde interessieren, Frau Lazarova, was ist in Städten wie Groningen oder Kopenhagen anders gelaufen in den Jahren, dass man dort die Bürger davon überzeugen konnte, dass für eine Verkehrswende dem Auto Raum abgerungen werden musste, damit das Ganze wieder lebenswert wird? Vielen Dank. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich kann von Kopenhagen berichten. Kopenhagen reduziert seit 40 Jahren die Flächen für ruhenden und fließenden Autoverkehr. Und das hat in den 70ern angefangen mit Studien von einem Architekten und Stadtplaner Jan Gell, der in Siena und in anderen Städten in Italien und in Südeuropa geforscht hat, warum funktioniert der öffentliche Raum da so gut. Und hat diese Ideen mit nach Kopenhagen und nach Dänemark mitgebracht. Und was die Stadt macht, ist die Initiative zu übernehmen. Und die, also jetzt ganz konkret, sie reduziert im Jahr 2% von den Parkflächen der Stadt. Und das funktioniert sehr dezent, das merkt man nicht so richtig, aber nach 40 Jahren ist es schon ein Unterschied. Fahrradwege sind teilweise genauso breit wie Autospuren und werden auch rege genutzt. Also ich glaube, das ist auch eine Anfrage, eine Frage der Abwägung zwischen Nachfrage und Angebot. Und ich denke, in Dänemark ist das Angebot seitens der Stadt und den Kommunen stärker. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, auch eine positive Erzählung und eine positive Haltung anzunehmen, weil gleichzeitig, also es geht ja, der Diskurs ist nicht, ja, jetzt sollen Parkplätze weggeschaffen werden, weil Autoverkehr schlecht ist für die Stadt, sondern die Argumentationskette ist andersrum. Eigentlich braucht es mehr Räume für Menschen, es braucht mehr Aufenthaltsflächen in der Stadt, es braucht öffentliche Räume mit besserer Qualität, die auch kindersicher sind und so weiter. Ich glaube, das ist gutes Beispiel, an dem man sich auch orientieren kann. Leider hat man in Dänemark schon in den 70ern angefangen, schön für Kopenhagen. Wir haben leider nicht in den 70ern angefangen. Das heißt, Herr Mayer, wir müssen 10% pro Jahr an Parkfläche reduzieren. Undenkbar, oder? Ja, das Problem ist ja, hat der Kollege aus Bochum ja gerade auch bestätigt, dass sie natürlich am Ende auch politische und gesellschaftliche Mehrheiten brauchen. Und da braucht es, glaube ich, nochmal eine Bewusstseinsänderung. Also wir haben diese Flächenkonkurrenzen. Letztens, ich weiß gar nicht, mit wem, mit irgendjemandem darüber gesprochen, genau, er sagte, da ist ein Event, da sind Parkplätze, da wollen die 4 Euro dafür haben, dass ich das Auto da hinstellen kann. Da sage ich, ja, aber du kriegst ja auch öffentlichen Raum zur Verfügung gestellt. Du bekommst ja eine verknappte Gegenleistung und dann ist das, finde ich, mit den 4 Euro eigentlich an der Stelle ganz okay. Und diese Denke, dass das alles grundsätzlich billig oder gar kostenlos zur Verfügung gestellt werden muss, mit dem Ergebnis, dass man andere Leute hier rausdrängt. Also wenn ich das Auto da hinstelle, kann da kein Kind spielen, kein Fahrrad fahren und so weiter. Kein Baum gepflanzt werden. Da muss ein verändertes Denken hin und dann würde ich mir sehr wünschen, dass Politik dann aber auch bis in die Bezirksvertretung in den kreisfreien Städten
dann bereit ist, das auch auszuhalten, wenn man nicht alle überzeugt hat. Denjenigen, die man nicht überzeugt hat, zu sagen, ja, das ist aber Demokratie, das musst du jetzt einfach hinnehmen, dass es eine Mehrheitsentscheidung gibt, weil wir alle davon richtig sind oder die Mehrheit davon überzeugt ist, dass das richtig ist. Wenn man, ich bin dafür, dass man Mehrheiten überzeugt, aber wir werden nicht auf Dauer mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner auskommen, weil dann reden wir vielleicht über 0,5% an reduzierten Parkflächen, wobei es mir jetzt gar nicht dogmatisch darum geht, Parkflächen zu reduzieren, sondern für andere Dinge Flächen zu schaffen. Und wenn dann dafür, wie zum Beispiel diese Fußgängerzone, also Mini-Fußgängerzone, ein Stückchen, dann fallen da halt auch mal ein paar Parkplätze weg. Dann ist das so, ja. Jetzt hier vorne, genau. Ich möchte noch, hört man mich? Ja. Christine Fuchs, AGFS. Ich möchte gerne noch einen Aspekt einbringen, und zwar ist das die bewegungsfördernde Infrastruktur. Das heißt, eine Infrastruktur, die zu aktiver Bewegung einlädt, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren und das natürlich auch Stressabbau bedeutet und auch eine Gesundheitsförderung. Und wenn wir doch das Leitbild so zeichnen könnten, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht eine fahrradfreundliche Stadt, wir wollen nicht eine grüne Stadt, sondern wir wollen eine gesunde Stadt und Gesundheit in mehrerlei Hinsicht und Ebenen zu betrachten. Das heißt, eine gesunde Stadt, wo man eben die Bewegung und die Gesundheit individuell fördert, mit genau diesen aktivierenden Infrastrukturelementen und Aufenthalt, aber auch eine gesunde Stadt in Richtung Umfeld, Umwelt, und mit viel Grün und Luftschneisen, um eben die Überhitzung der Städte zu vermeiden. Mhm. Und natürlich dann überlagert auch tatsächlich mit der blauen Infrastruktur, Wasserspeicherung, Starkregen, Aufnahme und vieles mehr. Und natürlich auch gesunde Strukturen städtebaulich. Also das fände ich, wenn wir so ein Leitbild zeichnen und dieses Leitbild auch letztendlich die Bevölkerung dahinter steht, dann ist das einfach eine andere Frage. Ja. Wie will man leben? Okay, vielen Dank. Wenn Sie das Mikrofon gleich nach hinten weiterreichen. Genau, Dankeschön. Ja, Andreas Wolte aus Köln, nachdem Sie ja Köln dreimal angesprochen haben. Ja, tut mir leid, kenne ich halt. Ja, also ich fand zum Beispiel Köln als während des Lockdowns irgendwie so sauber, habe ich die Stadt noch nie erlebt. Also es hat ja auch manchmal was damit zu tun, wer kommt am Wochenende auch in die Städte rein und was findet dann da auch dann statt an Feierei und so weiter und so fort. Aber mein Thema jetzt eigentlich ist nochmal, wie können wir schneller werden in der Umsetzung? Und ich glaube nämlich nicht, dass es ein Problem ist mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die treiben uns immer an, mehr zu machen. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung in Köln, dass wir so die Leute da gar nicht groß überzeugen müssen. Ich glaube auch nicht, dass es ein großes Problem ist in der Politik, also in den Stadträten. Aber dann kommt das Problem Verwaltung. Wie sind die personellen Ressourcen, die Dinge umzusetzen, um dann wirklich zu Ergebnissen zu kommen? Und dann ist dann zwischen Idee auf der einen Seite und dann der tatsächlichen Umsetzung, ist ein großer Zeitraum. Und dann sind natürlich solche Räume, wenn Bürger dann kommen, da ist ein Freigelände, können wir selber gestalten, geht das ganz schnell, das sind tolle Beispiele, aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich ein Problem, die Dinge dann in der Verwaltung dann auch konsequent umzusetzen. Ja, vielen Dank. Die Frage, die sich da jetzt vielleicht für mich anschließt, sind es nur die Ressourcen oder ist es auch die Denke vielleicht auch in der Verwaltung, Herr Mayer? Genau, ich wollte auch als selber für eine Verwaltung Verantwortlicher, wäre es jetzt sehr billig, wenn ich sagen würde, stimmt alles, ist eine reine Ressourcenfrage. Da sage ich aber auch gleich noch einen zweiten Satz zu. Es ist in der Tat in Teilen der Verwaltung ein Mentalitätsproblem, weil man es mit einem Personalkörper zu tun hat, der erstmal in seiner Ausbildung als allererstes lernt, römisch 1 erstens Zuständigkeit. So, und das ist mantrahaft, sitzt das in allen drin. Ich habe übrigens selber diese Ausbildung gemacht, ich weiß, wovon ich rede. Und ich werfe das niemandem vor, also damit wir uns, es ist jetzt kein Bashing der Kolleginnen und Kollegen, sondern viele sind in dem System groß geworden und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, finde ich, von Räten und Verwaltungsleitungen einen Kulturwandel dort deutlich zu forcieren. Das wird man machen müssen, weil wir ansonsten über diese Hürde nicht drüber kommen. Der andere Punkt ist aber, dass wir in der Tat dramatisch zu wenig Personal haben, gerade in den technischen Bereichen. Wir brauchen die Planerinnen und Planer. Wir haben als zweites einfach auch oft zu wenig Geld, um als Städte
so zu agieren, wie wir das gerne würden. Und eine Stadt, die auf Kante genäht ist, ist nie in der Lage, das Besondere extra zu machen, was wir aber gerade jetzt eigentlich bräuchten. Dazu bräuchte man eine Beinfreiheit. Und das Dritte ist, dass wir derart überreguliert sind, dass die Leute, die ich in der Planung habe, den ganzen Tag damit beschäftigt sind, irgendwelche dämlichen Förderanträge auszufüllen, weil jeder Fördergeber möchte, dass ich bis in die allerletzte Stelle alles nachweise. Wenn wir mit dem Blödsinn endlich mal aufhören würden, dass man das Geld zur Verfügung gestellt bekommt, dass es das Vertrauen gibt, dass die Leute vor Ort in den Kommunen wissen, was sie mit diesem Geld tun. Aber nein, wir beschäftigen uns gegenseitig. Ich muss 5 Leute einstellen, damit die Formulare ausfüllen, und beim Land sitzen 5 Leute, die das prüfen, ob meine 5 das richtig gemacht haben. Und hinterher wundern wir uns, dass wir Fachkräftemangel haben. Also das ist ein großes Problem. Also deregulieren, dann geht das übrigens auch schneller für die Bürgerinnen und Bürger, den Kommunen eine ordentliche finanzielle Ausstattung geben. Wir kümmern uns darum, dass wir das Personal bekommen, arbeiten gemeinsam am Kulturwandel, und dann kriegen wir deutlich mehr und die Dinge wesentlich schneller hin. Danke. So, mit Blick auf die Zeit, ich würde sagen, eine Frage vielleicht noch. Hat jemand noch was, was ihm auf den, da oben, genau, bitte. Guten Morgen, Georg Schäfer, Stadtverordneter Bonn. Ich fand 2 Anmerkungen sehr interessant von Herrn Mayer zu dem Komplex Schwimmbad. Ja, das bürgerliche Engagement ist da, stößt aber sehr schnell an Grenzen, wenn es um Haftungs- und Rechtsfragen geht. Da ist der Punkt, Sie haben es eben angedeutet, Herr Mayer, da müsste man mit der großen Keule mal durchgehen und 10.000 Regeln, Vorschriften, Verordnungen einfach streichen, um auch der Kommune, um auch der Verwaltung, die Denke ist da sicherlich ein Problem, die Zuständigkeiten auch, aber es sind einfach die Verordnungen, die da sind, teilweise kann Verwaltung nicht anders. Dann hat Frau Keupen erwähnt, eher beiläufig, nicht diejenigen, die am lautesten schreien, sind unbedingt die Mehrheit der Stadtgesellschaft. Das ist ein ganz gewichtiger Punkt. Und im Hinblick auf das Thema Städte für Klima, Städte für Menschen, muss man dran gehen, wie will ich Innenstadt künftig haben. Will ich alles in die Innenstadt lenken? Das hat Auswirkungen auf die Logistik, Verkehre, welche Art auch immer. Oder achte ich nicht direkt drauf, wenn ich noch Platz habe für Neubaugebiete, das ist in meinem Wahlbezirk zum Beispiel der Fall, dass diese Bezirke quasi autonom sein können von der Versorgung. Ein ganz entscheidender Punkt. Und das nicht das sogenannte Zentrumkonzept, wie wir es in Bonn auch haben, alles erschlägt und das eine oder andere Geschäft und Dienstleistung und so weiter vor Ort nicht möglich sind. Dankeschön. Danke. Frau Keupen, Sie wollten was dazu sagen? Machen wir noch kurz. Also nicht zu allem, weil dann können wir noch eine Stunde dranhängen. Nein, das geht nicht. Also ich hatte noch ein, das haben Sie ja auch angesprochen, Verwaltungsergänzung. Der Kollege hat sehr deutlich beschrieben, und es ist ja so, dass Verwaltung für die Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, nicht gemacht ist. Die Komplexität der Fragestellungen, die Herausforderungen eben nicht in Zuständigkeiten, sondern in Teams zu arbeiten, ist in der DNA der Verwaltung nicht beschrieben. Und wenn ich es im Bild fasse, ist es so, wir sitzen vor einer Suppe und haben nur eine Gabel in der Hand. Und das müssen wir lösen. Wir brauchen den Löffel oder andere Formen, diese Suppe auszulöffeln oder auch zu verspeisen. Vielleicht kann man sie auch einfach trinken ohne Löffel. Ja, ich würde jetzt sozusagen demjenigen, der das Eröffnungsplädoyer hier gehalten hat, auch das Schlusswort quasi gönnen. Herr Adli, eine Frage noch. Das, was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben mit Corona, also mit der Frage, wo hat man Freiraum, wie kommt man raus, wo bekommt man Erholung in dieser angespannten Situation, mit dem, was wir besonders in Nordrhein-Westfalen oder auch in Rheinland-Pfalz erlebt haben, mit der Hochwasserkatastrophe, die ja wirklich ein Trauma, glaube ich, war für dieses Land und die Menschen, die hier leben oder
auch wahrscheinlich in ganz Deutschland, das auch so gesehen worden ist. Haben Sie das Gefühl, dass diese Erfahrungen etwas noch mehr in Bewegung setzen? Also sind solche Erfahrungen etwas, was Leute auch dazu bringt, sich stärker für ihre Stadt einzusetzen? In Ihrem Vortrag war ein Wort, das mir noch aufgefallen ist, können wir jetzt nicht mehr groß auslegen, aber unkontrolliert, also Verdichtung, und es passiert was mit mir sozusagen. Ist das eine Motivation, um sich vielleicht noch stärker einzubringen und auch die Bereitschaft zu haben oder auch den Willen, das Durchhaltevermögen, was zu verändern in einer Stadt? Also ich glaube, dass die insbesondere die Erfahrung aus der Pandemie uns sensibler gemacht hat, die Bürgerinnen sensibler gemacht hat für ihre unmittelbare Wohnumgebung. Der Aktionsradius ist ja auch enorm geschrumpft in dieser Zeit. Wir sind da ständig spazieren gegangen, dauernd irgendwie da um unsere eigene Wohnadresse herum. Ich möchte aber auch sagen, also die Pandemie hat ihre besonderen Narben in den Städten hinterlassen oder da jedenfalls die größten Wunden geschlagen. Die beiden Stressoren, die ich nannte, nämlich Dichtestress und Isolationsstress, die sind richtig nochmal angefeuert worden in dieser Zeit. Größere Menschenansammlungen haben wir zu den Hochzeiten der Pandemie als besonders bedrohlich und gesundheitsgefährdend erlebt, wenn man sich selber mal daran erinnert, wie man sich in so einer Supermarktschlange zu den schlechtesten Zeiten der Pandemie gefühlt hat. Und Isolation ist richtig zu einer Einsamkeitsbedrohung geworden, die wir heute in unseren Sprechstunden ehrlich gesagt auch erleben. Sie haben es vorhin schon gesagt, mehr als jeder Zweite wohnt in oder hinter jeder zweiten Haustürklingel in unseren Städten wohnt ein Mensch alleine. Das sind Menschen, die einem besonderen Einsamkeitsrisiko ausgesetzt waren, in dem Moment, wo das Leben eben auf die eigenen vier Wände beschränkt war, aus gutem Grunde. Also die Städte mussten ganz schön was aushalten in dieser Zeit, und das kriegen wir sozusagen auch mit aus klinischer Perspektive. Aber ich glaube, gleichzeitig ist da auch ein Momentum drin, eine Chance vielleicht, weil es uns sensibler gemacht hat, wie wichtig unser Drumherum ist. Und vorhin wurde schon gesagt, Frau Fuchs, wenn ich den Namen richtig erinnere, Gesundheit ist eigentlich so ein gutes Argument für Transformation, für Entwicklungen, die wir in unseren Städten haben. Gesundheit ist eigentlich etwas, hinter dem man die meisten Menschen versammeln kann. An Gesundheit ist eigentlich jeder und jede irgendwie interessiert. Da gibt es gar nicht so viele Streitpunkte. Und vielleicht ist das ein gemeinsamer Nenner, unter dem man einiges auch vereinen kann, was vielleicht sonst schwerer zu vermitteln ist. Und dafür ist die Zeit jetzt günstig. Vielen Dank. Dann würde ich hier den Schlussstrich ziehen. Darf Sie daran erinnern, dass es ab 11 weitergeht hier in diesem Saal mit der eigentlichen Eröffnung des Städtetages. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Anregungen, und ich wünsche Ihnen noch einen sehr erfolgreichen Tag. Und ich danke natürlich auch den Damen und Herren hier auf dem Podium. Herzlichen Dank.